Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Europa Universalis 4 mit Bayern im Heiligen Römischen Reich beim Kampf um die Kurwürde Sachsens. So aktuell die Mission, die wir uns auferlegt haben. Ja, die Sachsen sind mit uns im Krieg und das sind sie nicht alleine. Die haben ja jede Menge Bündnispartner, aber auch wir sind nicht allein. Wir sind militärisch ganz klar überlegen. Und ja, ich bin gespannt, wie dieser Krieg weitergeht. Es läuft momentan sehr gut, hätte ich gesagt. So, wir brauchen ja 3000 Mann, hieß es hier, ne? Also dann. Schauen wir doch mal. 3000 Mann. Ja. Ich glaube, das sind 3000, oder? Verheizen wir hier die Söldner mit. Genau. Dann geht sich das hier schon aus, wenn die hier weiter belagern. Beziehungsweise, was war's? Wir könnten mal nach Mainz. So. Abberufen, der Kölner, genau. Mit wem können wir noch verbessern, ist jetzt die Frage. Hessen könnten wir mal wieder, genau, Beziehung verbessern. Wir haben einen noch übrig. Und Köln haben wir schon verbessert. Wo lohnt sich's noch? Kleve vielleicht, oder? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht verbessert bei Kleve. Ach Gott, das leider Händler. Unser Schwerpunkt auf kaufmännischem Unternehmergeist erschwert das Leben für unsere Händler, die im Ausland Handel betreiben wollen. Wenn wir sie unterstützen, kostet es 10 Diplomacht. Und ansonsten bekommen wir in Ragusa, ja, weniger Machtprotektion. Beziehungsweise nicht Machtprotektion, sondern weniger Handelsweiterleitung. Ach komm, pfeif auf die Diplomacht. Auf die 10, das ist. Da ist drauf geschissen. So. Modifikation endet. Ach, schade, das war, glaube ich, diese Belagerungsmodifikation, diese positive. So, auch dieser Stack ist weg. Perfekt. Ja, lustiges Truppensterben hier auf der anderen Seite. Nochmal, wie viel brauchen wir von Mainz? 3000. Das ist kein Problem. Belagerung abspalten und ab nach Frankfurt und mitmischen in der Schlacht. Und auch dieser Stack ist Geschichte, hervorragend. Sie haben nichts zu lachen momentan, glaube ich. Nee. Da bleiben wir stehen von der Belagerung her, oder? Wie viel brauchen wir... Oh Gott, komm. Wie viel brauchen wir denn da zum Belagern? Hallo? Ich will Frankfurt anklicken. Ist das so schwer? Provinz anzeigen. Jetzt haben wir ja noch verklickt. Das war clever. 9 brauchen wir. 9000. Wie viel haben wir da stehen? Mehr als genug. Okay. Aber gut, wenn da der Rest schon belagert, weißt du was, dann mache ich hier weiter. Und zwar gehe ich nach Thüringen. Mist, jetzt habe ich eine Nachricht weggeklickt, ohne dass ich es gelesen habe. Das sollte man nicht tun. Das ist ganz schlecht und wir können eine neue Idee machen. Moment. Militärische Idee sogar. Gibt mir Manöver, jawohl, machen wir. Zack, schadet nicht. Warum habe ich das gemacht? Weil wir hier 12 Jahre vor der Zeit sind. Also das passt. Da kann man, wenn man 12 Jahre vor der Zeit ist, denke ich, hat man genug Luft für neue Ideen. Zumindest für mein Verständnis sollte das passen. So, wie sieht's aus? Oh, Aachen könnte man noch belagern. Aber ich nehme jetzt hier erst einmal Thüringen mit. Wo sind denn die ganzen Armeen eigentlich vom Feind? Ich sehe nirgendwo mehr Armeen. 18.000 müssen noch. 24.000, 30.000 müssten noch irgendwo rumstehen. Verstecken die sich? Da kommen schon mal 6.000. Da oben ist der Brandenburger mit dem Memminger. Super, Memmingen hat sich ja Brandenburg angeschlossen. Hier ist er, der große Helden. Oh, da kommt, glaube ich, der erste, oder? Ja, da. Oh, da sind die Truppen. Die greifen jetzt Ungarn an. Oh, wow, wow, 17. Ja, ich fürchte, die Schlacht wird Ungarn verlieren, aber ist okay. In der Zeit kann ich hier Belagerungen durchbringen. Thüringen ist durch, jawohl. Dann hilf du doch mal den Kollegen hier und dann werden wir uns auf Aachen konzentrieren. So, zusammenlegen. Ja, ich weiß, dass ich momentan auch ein bisschen Manpower verheize. Dadurch, ui, ja, schau doch hier. Ungarn kriegt auf die Mütze. Ordentlich sogar. Die haben eh nicht mehr so viel Truppen, die Ungarn. So, Memming hat einen neuen Herrscher, mal wieder. Achso, stimmt, die haben ja eine andere Regierungsform. Die haben ja ständig Wahlen. Klar, freilich.
Logisch, muss ja so sein. Da haben wir zwei Kanonen und es geht nichts vorwärts. Das glaube ich einfach nicht. So, jetzt kommt der Österreicher angewackelt mit 23.000 Mann. Ui, da kommen 8.000. Moment. Wo willst du hin? Du willst aber nicht zu uns, oder? Ah, okay. Er belagert Ansbach. Das kannst du machen. Jetzt doch nicht. Moment, der überlegt sich's, ha? Nürnberg ist belagert. Sehr gut. Also. Okay, ab nach Mainz. Nürnberg gehört uns. Ja, noch nicht. Noch gehört es nicht uns, aber bald. Oh, da drüben gibt es eine Riesenschlacht. Da wäre ich jetzt geneigt mitzumachen. Da mache ich auch mit. Da mache ich auch mit. Österreich, ich komme. Achtung, bin auf dem Weg. Bäm, jawohl, Stack-Vibe. Oder nee, nicht ganz, aber mal fast die Hälfte haben wir weggeraucht von denen. Klasse Aktion hier. So, dann geht's in die Richtung. Oh, Freunde. Was haben wir denn jetzt in Polen? Religiöse Unruhen. Ja, mei. Das kann schon mal passieren. So, und jetzt wollen wir die Kollegen hier wegrauchen. Ja, die haben auch nichts zu lachen. So, jetzt aber ab nach Mainz. Jetzt haben wir hier genug gebasht. Läuft sehr gut. Memmingen ist jetzt gleich fertig. Nürnberg ist schon gering. Die sind quasi jetzt so gut wie raus aus dem Krieg. Meine Herren, schaut mal, unser Prestige steigt weiter. Wir verdienen uns hier Prestige durch die ganzen Schlachten. Armeetradition ist schon bei 31. Nice. Really nice. So, okay, dann legen wir hier mal zusammen. Ja, wir haben ein bisschen haben wir verloren. Ein bisschen haben wir verloren. Aber gut, ich meine, das war anzunehmen, ne? Die Mongolei wurde entdeckt. Hoi. Die Ming-Dynastie. Okay. Ja, da drüben ist aber immer noch, das sind immer noch die Falklandinseln da unten, aber ansonsten tut sich da nichts. Sind die jetzt schon britisch eigentlich? Wahrscheinlich noch nicht, gell? Nee, ich glaube mal nicht. Hat mich irritiert, dass wir hier noch nichts sehen. Das wundert mich gerade ein bisschen. So. Machen wir weiter mit unserem Krieg. Jetzt muss ich bloß schauen, wo sind die Memminger? Die haben sich doch hier irgendwo rumgetrieben, oder? Die Memminger. Die waren mit Brandenburg unterwegs, ne? Ich meine, die waren mit, da sind sie, glaube ich, drin. Genau, da sind sie drin. Vermutlich werden wir diese Truppen jetzt dann gleich erben. Ui, da gibt es eine große Schlacht. Ja, da verabschieden sich die restlichen Truppen um Böhmen. Frankfurt ist belagert. So, da hauen sie wieder ab, die Burschen. Memmingen ist integriert. Okay, das bedeutet jetzt für uns, wir kriegen 10 Jahre lang minus 3 diplomatisches Geschick. So, 5% Prestige gibt es fürs Integrieren. Genau, und jetzt haben wir hier 2000 Mann. Na? Das sind die Ex-Truppen von Memmingen, die legen wir mal zusammen. Und dann können wir hier Trier gleich belagern. Das ist gar keine schlechte Idee. Gar keine schlechte Idee. Wer bist du denn? Ach so, du bist eine ehemalige Memminger Truppe, oder? Na schön. So, also wir haben jetzt hier durch diese Geschichte hier auch eine Kernprovinz. Was? 60% Autonomie, ihr spinnt ja, ey. Sonst geht's euch gut. Was habt denn ihr eigentlich? Marktplatz, Werkstatt. Das ist gut. Marktplatz, das gehört zu Wien. Einen Tempel, eine Kirche meine ich natürlich, genau. Ja, ja, ich weiß, der Karlauer. Nicht schlecht. So, dann Nürnberg, Frankfurt. Okay, pass auf. Wir fangen mit Frankfurt mal an mit der Friedensverhandlung, ne? Ich würde sagen, du kündigst mal alle deine schönen Verträge auf und gibst mir ordentlich Geld. Genau. Frankfurt, Verträge mit Magdeburg, Mainz, Nürnberg und Sachsen. Das gibt 4 Prestige zusätzlich. Und wir kriegen ordentlich Dukaten in unsere Kriegskasse. Und damit ist Frankfurt raus. Dankeschön, jawohl. Klingeling, her mit dem Geld. Wohl an.
Frankfurt ist raus. So, jetzt muss ich wieder kurz warten. Okay. Jetzt kommt Nürnberg mit dem Friedensangebot. Kannst vergessen, weil ich verhandle meinen Frieden selber. So. Frieden verhandeln. Wenn ich das jetzt mache, fresse ich hier, schau doch mal hier. Autsch. Will ich nicht. Blöde Idee. Wenn ich sage, du wirst Vasall, könnten ein paar in die Koalition eintreten. Okay, Nassau wäre kein Problem. Frankfurt haben wir gerade einen Friedensvertrag ausgehandelt, heißt, die können nicht eintreten. Mit Aachen, wenn wir jetzt dann auch einen Friedensvertrag aushandeln, können auch nichts machen. Mit Sachsen ebenfalls. Kleve muss man rechnen, Kleve könnte eintreten. Böhmen fliegt ebenfalls raus wegen Friedensvertrag. Lüttich, Magdeburg, Mailand und Mantua, die könnten alle eintreten. Aber vor denen habe ich in Summe keine Angst bei unseren Bündnispartnern. Also, machen wir. Nürnberg wird Vasall. Wir kriegen Dukaten. Wir kriegen Prestige. Es kostet uns 57 Diplomacht, ist mir wurscht. Nürnberg ist ab sofort Vasall. Wohl an. So, alles klar, Freunde. Dann können wir hier gleich mal Beziehungen verbessern. Ah, ne, das geht ja gar nicht, genau. Muss ich einen Monat warten. Aber läuft bis jetzt, läuft. So, mit Österreich Beziehungen verbessern, ne? Ihr netten Österreicher, die ihr uns helft. So, und das bekommen wir jetzt auch. Diplomatisches Geschick plus 1 durch die Mission. Das ist schon mal sehr gut. Weil wir durch diese Integrierung von Memmingen ja minus 3 diplomatisches Geschick haben. Da haben wir jetzt schon mal den entsprechenden Gegenpol geschaffen. In geringer Art und Weise zumindest. Also hier, ne, man sieht es. Wir sind jetzt nur bei minus 0,09. Nur ist gut, aber ja, immerhin. Wir haben es zumindest etwas abgemildert. Sehr schön. Was ist das hier? Verteidiger des Glaubens können wir werden. Kostet 500 Dukaten. Moral der Armeen, Moral der Flotte, monatliche Kriegsmüdigkeit, Prestige. Die Technologiekosten steigen. Wir kriegen Papst, Einfluss und einen Missionar. Nö. Finde ich nö. Nö, nö, nö. Ach so, und wir bekommen immer den Kriegsgrund zur Durchsetzung der religiösen Einheit. Ja, die habe ich hier auch durch beziehungsweise da brauche ich Reichsautorität. Wenn eine andere Religion vorherrscht. Nö, mache ich trotzdem nicht. So, was haben wir denn für Missionen? Der Feind unseres Feindes. Kastilische Meinung. Beziehungsverbesserung zu Köln. Ich glaube, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig, glaube ich. Ach, das könnten wir eigentlich schaffen. Dass Kastilien positiv von uns denkt. Prestige und Diplomacht. Ja, machen wir. Klar, warum nicht? Da fliegt ja in Hessen raus. So, da haben wir eh schon 95 plus, also das passt. So, dann können wir hier mit Kastilien die Meinung verbessern. Nicht schlecht. So. Wie sieht es ansonsten aus? Ja, ja, Rumpftruppe, was die noch haben, ne? Absolute Rumpftruppe. Das finde ich sehr geil. Also der Krieg läuft perfekt für uns. Das läuft richtig gut. Belagerung um Mainz ist gewonnen, Trier ist besetzt. Sehr schön. Weiter so, Freunde, weiter so. Nassau ist in der Koalition, schlecht. Ja, mei. Den Utrecht-Diplomaten rufen wir zurück. Mantua ist in der Koalition, ist mir auch egal. So, dann machen wir jetzt mit Mainz einen Frieden. Separat. So, pass auf. Du kündigst bitte mit Böhmen und Sachsen und gibst uns auch dein Geld. Haben wir ebenfalls 8 Jahre Frieden mit denen. So. Okay, Mainz ist raus. Wohl an. Die können alle nicht in die Koalition, ne? Das ist klar. Alle, die mit uns noch eine Waffenruhe haben, können nicht in die Koalition. Der nächste Kollege wird Aachen sein. Ja, Kleve ist jetzt... Ja, mei. Kleve ist Teil der Koalition. Ja, das konnte ich nicht verhindern. Magdeburg kann ich auch nicht verhindern. So, hier gibt es Kloppe für Aachen, Böhmen und Ungarn teilt aus. Sehr schön. Bündnis gebrochen zwischen Mailand und Österreich. Cool. Ah ja, weil Mailand im Krieg ist mit der Bretagne. Burgund, seid ihr wahnsinnig. Oh Gott. Mailand, ihr seid tot. Ihr seid tot. Und Österreich, dieses Bündnis ist weg. Jawohl.
Korsika, Frankreich und Genua. Das heißt, Frankreich ist mit im Krieg. Natürlich, es geht gegen Burgund. Logisch, dass da Frankreich mit im Krieg ist, ne? Sehr gut, die schwächen sich alle, dann können wir uns danach auf Burgund stürzen. Ah, genial. Absolut genial. Vor allem befreien wir dadurch hier Provinzen, die Teil des Reiches sind, und Burgund ist kein Mitglied des Reichs. Das gibt auch nochmal Reichsautorität. Mensch, das läuft ja richtig gut hier. Das läuft ja richtig gut. Zappalot. Wer hätte das gedacht? Bin gerade sehr überrascht, sehr positiv überrascht. So, Beziehungen verbessern mit Münster. Schadet ja nicht, ne? Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder die Füße stillhalten. Ja, ja, ich weiß. Was ist das hier? Staatsehe aus Nürnberg. Ja, okay. Kriegen wir hin, weil Nürnberg ist ja eh unser Vasall, belegt einen Slot. Gar kein Problem. Da haben wir eine gute Provinz erwischt mit Nürnberg. 8 Grundsteuer. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, mit Österreich haben wir das Maximum, glaube ich, erreicht, oder? Kann das sein? Nee, noch nicht. Ich meine, noch lange nicht, Sapperlot. Noch lange nicht. So, weißt was? Hier lassen wir auch mal eine Rumpftruppe zurück. Schmann, was mache ich denn für ein Blödsinn? Schmarrn, Leute. So ein Blödsinn. Also, pass auf. Die Söldner kommen mit. Pferde kommen mit. Das sollte hoffentlich reichen, oder? Genau, das reicht. Aber den Einführer will ich eigentlich nicht hier drin haben. Oh Gott. Okay, ich muss doch nochmal zusammenwerfen. Hey, wie kriege ich denn das jetzt hin? 1, 2... Und die 4? So, dann wählen wir die aus. Jetzt haben wir es. Okay. Gut, sorry. Hat länger gedauert. Manchmal ist es ein bisschen tricky. Und so ganz... Naja, da fehlt mir einfach auch... Ja. Die Routine. Wenn du was ewig lang noch nicht gemacht hast. Und ich meine, ich bin ja kein Profi. EU4, ne? Ich erwähne es immer wieder. Ich würde mich da immer noch in die Amateurklasse einordnen. So, Freunde, jetzt geht's euch an den Krage. Freunde aus Sachsen, ihr seid die Nächsten. Willkommen bei uns. Willkommen beim Tanz. Thüringen ist besetzt. Neustern. So, dann geht's nach Braunschweig. Braunschweig könnten wir auch entlassen. Gibt's auch nicht mehr, ne? Ja, Braunschweig könnte man entlassen. Das wäre nicht schlecht. So, ihr kommt mal hier mit nach Braunschweig. Ihr wartet hier noch. Ah ja, da kommen 12.000 Mann. Okay. Das ist fast der Großteil ihrer Armee. Jetzt kloppt sie halt weg. Oh, uiuiui. Ah, jetzt fehlen sie. Jetzt sind sie weg. So, wie viel brauchen wir hier? 6.000 Mann. Okay. Dann geht ihr nach... Boah, nee. Nee, das machen wir nicht. Okay, wir bleiben hier. Ja, ja, Kontrollzonen. Ja, ich weiß. Ich falle immer wieder drauf rein auf diese blöden Kontrollzonen. Ich falle immer wieder drauf rein. Eieiei. Nee, das macht momentan keinen Spaß, Sachse oder Böhmer zu sein. Das ist nicht lustig. Die kriegen sowas von auf die Mütze. Naja, soll mir recht sein. Wir zerhauen die ganzen Jungs hier. Wir zerhauen das ganze Bündnis. Ich glaube, es war die richtige Idee, uns nicht mit dem Osmanen anzulegen, sondern hier über Sachsen zu kommen. Ui, hier fliegt gleich die nächste Armee weg. Was seid ihr denn? Was wollten ihr da, Freunde? Hm? Latscht ihr hin nach Paderborn? Moment. Schau ich mal schnell vorbei. Burgund ist Papst. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Burgund ist Papst. Das geht ja gar nicht. So, Stack Vibe. Dankeschön. Hallo? Burgund ist Papst. Das kann ja nicht wahr sein.
Ausgerechnet Burgund. Bäh. Ich weiß nicht, Burgund mag irgendwie niemand, gell? Ich kenne keinen, der Burgund mag. Truppen zusammenlegen. Zack. Jetzt können wir hier langsam mal Aachen vielleicht komplett fertig belagern. Das wäre ganz nice. Wie sieht's da aus? Warum dauert das so lang? Jawohl. Man muss bloß schimpfen, gell? Ich sag's immer wieder. Läuft. So, Freunde, was läuft auch? Ja, wir sind am Ende einer Folge, ne? So nebenbei ein bisschen Krieg führen und schon geht der Tanz weiter. Ja, was soll ich sagen? Erstaunlich, wie schnell sowas manchmal geht. Krieg läuft und läuft und läuft und findet kein Ende. Da drüben finden die letzten Schlachten offenbar statt. Ja, aber dann würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Beim nächsten Mal geben wir ein bisschen Geld aus, Provinzverbesserungen, ne? Wir haben es ja schließlich. Ja, sollte ich auch mal wieder machen. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein hier bei unseren Bayern im Heiligen Römischen Reich. Ja, von Kaisers Gnaden, von Gottes Gnaden zum Kaiser bestellt in diesem Sinne. Daumen hoch, befiehlt euer Kaiser. Lasst einen netten Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.